ist es erlaubt, Allahs Namen auf Papier zu schreiben. Das ist erlaubt. Ja, das ist erlaubt. Nur sollte man halt hier überlegen, was mache ich mit diesem Blatt. Ja, ist das jetzt beispielsweise ein Blatt für meine Unterrichtsunterlagen, das ist kein Problem. Aber es kann natürlich auch sein, etwas, wo du ganz genau weißt, ich schmeiße das jetzt gleich weg. Ja, und wenn du dann nicht den Namen von Allah subhanahu wa ta'ala schreiben musst, dann mach es nicht. Und wenn du es gemacht hast, dann verbrenn es oder vergrab es.